Einen wunderschönen guten Abend. Mein Name ist Jenny Schwarz, hier bei der Freitagskultur. Ich mache für euch heute Improvisationstheater. Ich bin froh, dass ich eingeladen worden bin. Das ist auch für mich das erste Mal hier bei einem Livestream. Das erste Mal auch in diesem wunderbaren Laden hier in Schlitz, den ihr euch alle gerne mal anschauen könnt, wenn ihr wieder reinkommen könnt. Ansonsten könnt ihr auch erst am Schaufenster stehen. Wir haben jetzt auch ein paar Zuschauer vorne. Die möchte ich gerne begrüßen. Könnt ihr mich sehen? Könnt ihr mich hören? Sie winken alle zurück, die ganzen Zuschauer da draußen. Was ist Improvisationstheater? Also ich weiß nicht, was ich für euch mache. Ich spiele jetzt hier ein paar Szenen, ein paar kleine Szenen, ein paar Games, Minigames, die ja bestimmte Regeln haben. Aber was ich spiele, das weiß ich noch nicht. Das entwickelt sich im Laufe mit Sätzen von euch, die ihr mir geben könntet, mit Eingaben, die ich von euch bekomme. Das werden wir sehen, denn nichts ist vorher abgeprobt, nichts ist vorher auswendig gelernt. Alles, was ich heute Abend hier mache, ist improvisiert. Und mein Name ist Jenny Schwarz und ich fange jetzt mit einem ersten Spiel an. Ich werde jetzt eine kleine Rede halten. Ich habe eine Überraschung für euch vorbereitet, die kommt dann. Das ist der Grund, warum ich kann jetzt mal ehrlich sein. Wir sind ja unter uns erst wenige Minuten vor Beginn dieses Livestreams hier im Laden war. Das erkläre ich euch aber nachher. Fangen wir an mit dem ersten Spiel. Ich würde jetzt eine kleine Rede halten. Und da wir in Schlitz sind, könnte ich eigentlich ein Schlitzer Thema besprechen. Und dafür haben wir ein paar Leute, die jetzt reinrufen, was für eine Persönlichkeit ich bin. Bin ich ein alter Mann? Bin ich ein kleiner Junge? Überlegt erstmal. Gib mir erstmal einen Namen. Wie könnte ich heißen? Vor- und Nachname. Ruft rein. Joachim. Joachim ist mein Vorname. Mein Nachname? Klein. Joachim Klein heiße ich. Wie alt bin ich? Ich höre euch leider das Publikum da draußen beim Schaufenster nicht. Gib mir mal ein Zeichen. 10, 20, 30, 40, 46, 36. Also ich bin so mittelalter, also ganz normal. Bin ich eher selbstbewusst oder bin ich eher schüchtern? Macht man selbstbewusst heißt so, schüchtern heißt so. Ich bin eher, natürlich, ich bin eher selbstbewusst. Das ist für mich natürlich gar kein Problem. Bin ich eher ein sehr intelligenter Mann oder bin ich eher ein dümmerer Mann? Jetzt nicht ich selber, sondern jetzt in dieser Rolle. Das habt ihr schon verstanden. Okay, also ein eher dümmerer Mann kriege ich als Zeichen da draußen. Sehr gut. Das ist für mich in Ordnung. Und über welches Thema soll ich in Schlitz eine Rede halten? Wir haben hier da vorne an der Schaufensterscheibe das Fünf-Phasen-Modell zum Beispiel. Ihr könnt auch ein Fünf-Phasen-Orte-Modell, ihr könnt auch einfach ein Ort mir davon geben zum Beispiel, den wir nutzen könnten. Es wird noch diskutiert, was könnte es sein? Was könnte denn mein Thema sein? Sonst suche ich mir selber ein Thema. Ich habe ja theoretisch in meinem Leben schon sehr, sehr viele Vorträge gehalten. Deswegen komme ich auch so hin. Verschiedene Vereine. Verschiedene Vereine in Schlitz. Das ist doch ein schönes Thema. Weil wir in Schlitz braucht das auch. Deswegen fange ich jetzt an. Ich, der selbstbewusste 36-jährige Joachim Klein. Das ist aber noch nicht alles. Denn ich will ja euch ein paar Facetten des Impro-Theaters zeigen. Und im ersten Spiel baue ich einfach alles ein oder ziemlich viel ein, was es so gibt. Wir haben euch im Vorfeld gebeten, ein paar Sätze, ein paar Worte, ein paar Zitate uns einzusenden. Da sind einige Einsendungen gekommen. Hier zu meiner Rechten ist eine kleine Kiste mit Zetteln. Da stehen diese Worte drauf. Ich habe mir diese Worte vorher noch nicht angeschaut. Ich werde irgendwann zwischendrin mal hingehen und einen Zettel nehmen und den ad hoc in meine Rede einbauen. Das ist das eine. Und wenn mir das zu langweilig wird in meiner 3, 4, 5 Minuten langen Rede, dann frage ich euch auch noch nach Emotionen, alle hier im Raum. Dann werde ich zwischendrin auch meine Emotionen ändern. Dann kann ich mal traurig sein und auch mal selbstbewusst nicht sowieso war. Und es wird immer mehr da draußen. Es ist immer ein großartiges Publikum. Ich freue mich, dass ihr alle da seid. Das ist auch für mich, wie gesagt, mein erster Auftritt in Schlitz und mein erster Auftritt hier im Livestream. Ich komme jetzt rein, Joachim Klein, 36, selbstbewusst. Einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Die Vereine in Schlitz. Da gibt es ja zahlreiche Vereine, die wir hier haben. Wir haben Kleinschlitzichtervereine. Wir haben Kegelvereine. Wir haben natürlich aber auch Saufgemeinschaften, die sich auch als Verein zusammensetzen. Da vorne läuft jetzt auch gerade jemand mit einer Kiste umher. Ich hoffe, sind Sie Teil dieser Saufgemeinschaft? Das hoffe ich doch sehr. Was ich Ihnen aber sagen wollte, ich darf Ihnen etwas sagen. Gewebs. Das ist hoffentlich ein Ort oder ein Verein, aus dem Sie kommen. Denn wir alle gemeinsam aus Quebs, wir müssen zusammenhalten. Wir sind die Zukunft von Schlitz. Dank
uns vom Graf-Vogelsberg-Projekt, dank uns von diesen fünf Phasen, fünf Orte-Modell, dank uns wird in Schlitz wieder eine größere Gemeinschaft entstehen. Sie helfen alle mit, habe ich recht? Jubeln Sie mal draußen ganz groß. So jubelt man, ganz genau. Und was ich auch schon lange sagen wollte, die Sage vom Sattelstein. Aus dieser Sage basiert auch ein großer Verein hier, und zwar die Sagen e.V. Schlitzer. Das ist ein Verein, der sich aus mehreren verschiedenen Gemeinschaften aus Schlitz zusammensetzt. Zum einen von dem Magic Wald. Der Magic Wald ist ein Ort hier in der Nähe von Schlitz, aus dem Wesen kommen, die man hier so noch nie gesehen hat. Verschiedene Wesen, verschiedene Kreaturen, die in diesem Verein dabei sind. Aber nicht nur das, auch der Burgenring brachte ein paar Leute zusammen, die in diesem Verein aktiv sind. Gerade der Vorstand zum Beispiel, der war dafür, dass wir Parks kreieren. Parks, die die Sage der Schlitzer weitertragen werden. Ich möchte jetzt von Ihnen, jetzt in diesem Augenblick, meine Emotionen ändern. Ruf mir deine, Rebecca, ruf mir deine Emotionen rein. Erschöpft. Ich möchte jetzt noch langsam, aber auch zum Ende kommen für diesen Vortrag. Aber ich möchte Ihnen noch etwas sagen. Jahreszeiten wahrnehmen, indem man immer die gleichen Wege geht. Das ist das, was ich mir vorgenommen habe, heute für Sie zu tun. Aber eines noch, neue Emotionen? Verliebt! Eines noch möchte ich sagen. Verliebt habe ich mich in Sie alle, wenn ich Sie da sehe. Dir möchte ich sagen, Dinge, die man im Schlaf laufen könnte, die möchte ich mit dir zusammenlaufen. Jeden Tag, jeden Abend, jede Nacht. Und euch Jungs, Kultur auf dem Vulkan. Deshalb sind wir alle da. Dankeschön. Was ich noch gar nicht gesagt habe, man muss ja auch hier mit Mikrofon spielen, damit man uns draußen auch hören kann. Das ist ein bisschen irritierend, damit kann ich mich weniger bewegen natürlich, aber es geht ja noch ein bisschen. Ich bin auch nicht alleine heute, das ist auch der Grund, warum wir heute etwas geklappt in der Zeit waren. Ich habe meine Duo-Partnerin eingeladen, die ich durch Corona, es gibt viele schöne Dinge, die Corona uns gebracht hat, es gibt viele schlechte Dinge, aber eine schöne Sache, die Corona mir gebracht hat, ist meine Duo-Partnerin. Die habe ich online kennengelernt beim Online-Improvisationstheater. Und wir haben uns super, super gut verstanden direkt und haben gesagt, lass uns doch zusammen ein Duo bilden. Wir haben ein paar Mal geprobt, aber zusammen aufgetreten vor Leuten wie euch. Das sind wir bisher noch nicht. Und deswegen großen Applaus und hier ist sie, Jelena Kuschani. Hallo. Das war eine sehr schöne Vorstellung. Ja, habe ich schön gemacht, oder? Sehr schön. Aber eine schöne Form ist auch schön vorgestellt. Ja. Genau. Bist du oft hier? Manchmal ja. Das ist ein bisschen irritierend mit dem Mikrofon, ja? Aber ein bisschen statisch, aber. Man muss sich. Ich komme mal ganz kurz, wir stellen dich ein bisschen. Es passt so los wie ich, ja. Vor dein wunderschönes Gesicht. Aber ich glaube, dann hört man uns draußen noch ein bisschen besser. Ja, Jelena, was ich gar nicht gesagt habe, wir sind ein Duo, denn wir sind. Hey Boy. Hey Girl, das ist unser Name. Ich habe auf mich gezeigt, Hey Girl, das ist ja, falsch. Das ist, wir machen es nochmal. Denn wir sind. Hey Boy. Hey Girl. Danke, dass ihr alle da seid. Da kommt natürlich noch was. Da kommt natürlich noch was. Wir machen jetzt auch ein paar verschiedene Impro-Games. Es gibt ja bei der Improvisationstheater gibt es verschiedene Formen. Es gibt Langformen, wo man den ganzen Abend ein Spiel spielt, das aber auch in Interaktion mit dem Publikum lebt und auch von Interaktion mit dem Publikum. Dann gibt es auch noch die verschiedenen Games. Wir haben euch einfach, um das Improvisationstheater euch ein bisschen näher zu bringen, ein paar Games mitgebracht. Das erste Game, was wir jetzt spielen werden, ist die. Ich weiß es nicht mehr. Einwortgeschichte? Ja, natürlich. Wir machen jetzt die Einwortgeschichte. Da geht die Rebecca dafür, geht ganz kurz raus. Wir werden euch eine Geschichte erzählen. Wir wissen aber nicht, wie diese Geschichte heißt. Die Rebecca geht raus und wird von euch einen Namen für diese Geschichte, die wir euch jetzt erzählen, einholen. Die Rebecca kann noch mehrere Leute fragen und daraus einen Namen bilden. Dann kriegst du hin. Was für eine Geschichte sein? Das kann ein Märchen sein, das könnte heißen. Schneewittchen, das gibt's aber schon. Aber jetzt kommt Rebecca kommt rein mit einem Namen, sie wird uns den Namen sagen. Klausi Maus war hier. Klausi Maus war hier. Das wird unsere Geschichte sein. Ich glaube, die gibt's auch noch nicht. Die gibt's schon bestimmt, die Klausi Maus Geschichte. Habe ich auswendig gelernt, weil ich damit genau mit diesem Satz gerechnet habe. Klausi Maus war hier heißt unsere Geschichte.
Das Interessante ist aber, was ich noch gar nicht erklärt habe, wir werden die Geschichte natürlich ein Wort für Wort erzählen. Jeder von uns nur ein Wort und daraus bildet sich die Geschichte Klausi, Mausi, Vanille. Wir sind... Hey Boy! Hey Girl! Nein! Hey Boy! Nein, Quatsch, nochmal! Wir sind... Hey Boy! Hey Girl, daran müsst ihr aber ein bisschen arbeiten. Aber in der Geschichte nicht. Klausi, Mausi, Vanille beginnt jetzt. Eines Tages ging Klausi in der Stadt spazieren und sah eine Werbung für die Vogue. Die Vogue. Die Vogue ist eine Zeitschrift für Frauen und Klausi. Denn Klausi ist eigentlich eine Frau. Klausis Hobbys sind Stricken und Fußball und die Vogue in Englisch liest er sie auch gerne. Deshalb ging Klausi Maus zu dem Casting zum Verlag. Dort stellte er sich vor und sagte: Hallo, mein Name ist Klausi Maus. Ich bin 36, selbstbewusst und Model. Deshalb bin ich hier. Doch die Vogue lehnte ihn ab, aber stellte sich vor, dass er vielleicht ein anderes Magazin beehren könnte. Klausi war hier. Ende. Ja, das war fantastisch. Es war richtig gut, es war unsere beste Geschichte. Die Geschichte kanntet ihr wahrscheinlich alle schon, wenn ihr die große Geschichte von Klausi Maus hier schon mal irgendwo anders gehört habt. Das nächste Spiel, was wir euch mitgebracht haben, ist ein Spiel, das nennt sich ABC-Spiel. Das ist noch wichtiger als eben, ja. Genau, das ist noch wichtiger als eben. Das ABC-Spiel, das ist wir werden uns eine Szene spielen miteinander diesmal. Wir brauchen eine Beziehung, die wir beide zueinander haben. Die Rebecca muss jetzt eben ein bisschen rennen. Die rennen raus und sagen, welche Beziehung stehen wir zueinander? Wir könnten Vater und Tochter sein. Warum sagst du der Vater auch nicht? Das ist mit den Geschlechtern irgendwie heute nicht so richtig hinbekommen. Ich identifiziere mich auch mit Klausi. Ja, ich identifiziere mich mit einem 36-jährigen Selbstverliebten. Nein, das war ich selbstverliebt. Das ist ja selbstbewusst. Okay. Ja. Aber fast. Gut, es stimmt nicht auf mich zu 36, könnte aber allerdings stimmen. In welcher Beziehung steht ihr beide zueinander? Was könnte das sein? Wie gesagt, wir könnten Tochter und Vater sein, wir könnten Chefin und Nachbarn. Sie ist eine leichte Matrose, er der Kapitän. Das ist eine Beziehung, die auf jeden Fall eine Beziehung ist, würde ich mal sagen. Du bist eine leichte Matrose. Was ist denn eine leichte Matrose? Weißt du, was eine leichte Matrose ist? Ja, das ist so schwer wie andere Matrosen. Die sind diese schweren anderen Matrosen. Das sind die mit den kleineren Kabinen. Ja. Okay, und ich bin der Kapitän. Was sagt nicht eine Eigenschaft noch? Ich brauche keine Eigenschaft, ich will ja keine. Leichtmatrosen und Kapitän ist schon ganz gut. Das Witzige ist, wir werden jetzt einen Dialog führen. Allerdings, ich habe es ja vorher gesagt, heißt das Spiel das ABC-Spiel. Einer von uns beginnt und der Anfang seines Sprechteils muss immer mit dem nächsten Buchstaben beginnen. Also der beginnt mit A, der nächste mit B, dann mit C, mit D, E. Ich glaube, das Prinzip ist klar. So, ich wollte es einfach spielen.
Okay, aber weil ich mir das ja auch nicht immer merken kann und ich weiß auch nicht, ob jeder von euch da draußen des Alphabetes mächtig ist, haben wir trotzdem noch eine, meine Assistentin nur für heute, heutigen Abend, die Rebecca noch dazu geholt, die wird im Hintergrund, nicht für mich, nicht für sie, nur für euch zu Hause und für euch vor dem Fernsehen und vor dem Scheiben, wer ist das? Scheibe. Vor der Scheibe. Warte, ich habe mal früher gedacht, die Erde sei eine Scheibe, aber das ist ein anderes Thema. Vor draußen, vor der Scheibe, für euch dieses Alphabet zeigen. Wir werden nicht mehr hinschauen, weil wir das Alphabet kennen. Wir gehen davon aus, dass das jeder kennt. Aber wenn mal jemand dabei ist, dann ist das ja auch nicht schlimm. Also, Leichtmatrose und Kapitän. Wir werden auf Abstand spielen, nur dass ihr euch nicht wundert. Wenn wir uns anfassen, dann tun wir immer nur so. Ja. Wir fangen an, ach, das können wir eigentlich jetzt mal machen, das haben wir noch gar nicht gemacht. Beim Impro-Theater ist es auch oft so, dass wenn man Games spielt, dass man einzählt mit dem Publikum zusammen. Wir zählen von 5 runter und ihr zählt alle mit. Ich habe die Hand hoch, ihr müsst mitzählen. Und ihr da draußen? Los, ganz laut, ihr könnt. Schreibt durch das ganze Lampe Schlitz. 5, 4, 3, 2, 1. Los. Ahoi, Kapitän. Ich bin da. Beate, wo warst du denn die ganze Zeit? Chaotisch war es hier auf dem Deck hier und ich habe gehofft, der Kapitän kann es in Ordnung reinbringen. Das ist doch immer chaotisch hier, aber ich versuch's. Was ist denn passiert? Eben war eine Schar voller Ratten in der Küche, die aufs Deck gelaufen ist. Vielleicht? Fast hätte ich ja mich geirrt, aber ich kann dir sagen, das kann nicht sein. Ratten haben wir nicht. Ganz genau, das habe ich nämlich den Leuten auch gesagt, aber ich habe einen mitgebracht. Hässlich ist das Vieh. Ich habe es auch gar nicht glauben können, aber sieht aus wie ein Zombie-Biber. Ja, aber warum haben wir denn Ratten an Bord? Keine Ahnung, die letzten Essensreste haben wir immer in die Ecke geschoben. Lass uns das weiter tun. Wir verheimlichen das einfach. Wir sagen niemandem, dass wir Ratten hier haben. Musst du mal ein bisschen still darüber, okay? Nur unter uns. Schmeiß sie über Bord. Und dann bleibt es ein Geheimnis. Okay, Captain. Und die Kranken? Pass auf, die Kranken, die schmeißen wir auch über Bord. Quatsch, wir können doch nicht die Hälfte der Crew verlieren. Richtig, die Crew brauchen wir noch. Die können wir nicht verlieren. Was machen wir denn dann? Sag mal, kann man die Ratten auch essen? Tatsächlich könnte man die Ratten essen. Die bestehen doch aus Fleisch. Und wenn wir die Ratten essen und nicht die Ratten uns essen, dann sind wir das Problem doch los, oder? Vielleicht wäre das wirklich die Lösung unseres Problems. Wir schaffen das. Ich bin ganz zuversichtlich, Captain. Telefon spielen könnten wir danach noch, wenn wir es geschafft haben. Jiha! Ziel erreicht. So, wir haben noch ein letztes kurzes Spiel vorbereitet. Da fragen wir nochmal nach einer Beziehung, die wir beide zueinander haben. Welche Beziehung könnten wir zwei zueinander spielen? Wir machen es im Stehen, oder? Ja, noch geht es im Stehen. Wir machen es im Stehen. Es kann auch was ganz Ausgefallenes diesmal sein. Leichtmatrose und Kapitän. Hund und Hundebesitzer. Was? Hund? Was? Hund und? Ich war beeinflusst. Schuhverkäufer und nörgelige Käuferin. Okay, Schuhverkäufer oder Verkäuferin
Und Neuerin, wenn wir Kunde oder Kundin, würde ich sagen. Wir schauen einfach, wie es sich entgibt, wie es sich entwickelt. Aber das Spiel ist ein bisschen anders. Wir werden nämlich jetzt nicht miteinander mehr reden, sondern ihr hört jetzt nur noch einzelne Monologe von uns, aus unserer Person. Einer von uns ist der Schuhverkäufer, der andere ist ein Nörgelner Kunde. Die stehen in irgendeiner Verbindung zueinander. Vielleicht gibt es auch eine gemeinsame Vergangenheit oder eine gemeinsame Zukunft. Das werden wir gleich sehen. Wir werden Monologe halten. Wir fangen jetzt an. Wir erklären gar nicht mehr. Das ist unser letztes Spiel für heute. Vielen Dank, sage ich jetzt schon, als wir da sein durften. Aber von euch allen anderen wünschen wir uns gleich nach dem Spiel. In 5, 4, 3, 2, 1, los! Hallo, mein Name ist Sven Hieronymus. Ich lebe ein Leben, das ganz schrecklich ist. Denn ich bin Schuhverkäufer und Tag ein, Tag aus kommen Kunden zu mir. Die einen sind manchmal nett, die anderen sind aber oft sehr unfreundlich zu mir. Und gerade diese Kunden, die machen mein Leben zur Hölle. Denn was kann ich tun? Ich muss davon leben, ich muss Schuhe verkaufen, ich werde an der Provision beteiligt, denn es ist mein Laden. Und eines Tages passierte etwas, ich möchte es fast gar nicht sagen, es war eines der, zu dem Zeitpunkt zumindest, dachte ich, schlimmsten Momente meines Lebens, denn ich glaube, die schrecklichste Kunde, die ich jemals hatte, betrat den Laden. Sie wollte große, schwarze, hochhackige Schuhe kaufen für irgendeinen Abendball, so eine Schickimicki-Frau war das, die eher dachte, ich bin was Besonderes, mir liegt die Welt zu Füßen. Was will dieser Schuhverkäufer von mir? Ich brauche ihn jetzt. Er muss mir Schuhe verkaufen. Aber mehr ist er nicht. Und sie kam rein und ich wusste, dieser Tag könnte ganz schrecklich werden. Hallo. Mein Name ist Chanel. Und ich wurde eingeladen. Ich wurde eingeladen zu einem Opernball und natürlich werde ich zu diesem Opernball gehen. Und natürlich werden alle Blicke auf mir sein. Aber natürlich brauche ich auch dafür neue Schuhe. Und deswegen ging ich in den besten Laden der Stadt und fragte nach den teuersten schwarzen High Heels. Und die Verkäufer ließ nicht lange auf sich warten. Ich wusste sofort, dass er meine Ansprüche nicht gerecht werden konnte. Zumindest nicht, was die Schuhe angeht. Sie stand dann da und sagte, ich hätte gerne das beste Paar hochhackige schwarze Schuhe, die Sie haben. Und ich brachte ihr ein paar Sachen. Und sie schaute noch abwertend auf mich herab und sagte, nein, das ist nicht mein Niveau. Ich glaube, dieser ganze Laden ist nicht mein Niveau. Sie sind nicht mein Niveau. Da wollte sie gerade gehen und ich dachte mir in dem Augenblick, nein, das ist jetzt mein Schicksal. Wenn ich diese Frau dazu bringe, dass sie Schuhe in meinem Laden kauft, dann könnte es für mich wieder nach oben gehen. Dann könnte aus meinem Leben wieder etwas Besseres werden. Ich würde mehr Selbstbewusstsein bekommen, wenn ich nur diese Frau, diese Kundin überzeugen könnte, in meinem Laden diese Schuhe zu kaufen. Ich sagte ihr, als sie gerade gehen wollte, bitte bleiben Sie noch, ich habe eine Idee. Wollen Sie einen Kaffee? Sie nickte überrascht und ich holte ihr einen Kaffee, sie setzte sich hin und ich brachte ihr jedes Paar schwarze Schuhe, das ich hatte. Doch nichts war ihr gut genug, keines der Paar Schuhe gefiel ihr. Bis zu einem gewissen Augenblick. Zuerst dachte ich, ich wäre bei Deichmann gelandet. So wie der Herr mir entgegentrat und was für Schuhe er an seinen Füßen trug. Falsche Liga, dachte ich und drehte direkt um. Aber der Verkäufer rief nach mir und ich erbarmte mich nochmal umzudrehen und ihm einen Blick zu schenken. Er kannte meinen Namen. Natürlich, jeder kennt meinen Namen. Aber er versprach mir, das Beste rauszusuchen. Das Beste, was der Laden, was die ganze Stadt zu bieten hat. Und ich gab ihm 5 Minuten.
Er tat wirklich alles. Ich sah jeden schwarzen Schuh, ich sah jeden schwarzen High Heel aus dem Laden. Aber so leid es mir auch tat, es entsprach einfach alles nicht meinen Ansprüchen. Ich bin eine Dame mit Stil und ich brauche etwas mit Stil. Aber dann wollte ich schon gehen und einfach nur nach Hause, weil ich dachte, dass diese Stadt wirklich einfach nichts für mich zu bieten hat. Bis er mir einen Kaffee anbot. Ich liebe Kaffee. Und außerdem war da noch dieses Problem, dass ich allein auf dem Ball müsste, würde ich nicht innerhalb der nächsten Stunden jemanden finden. Sie saß dann da und trank an ihrem Kaffee und überraschenderweise schmeckte ihr mein Kaffee. Und ich sah das erste Mal plötzlich ein kleines Lächeln in ihrem Gesicht und dachte, vielleicht ist die Frau, die ich muss zugeben, schon länger kannte, weil ich sie schon immer bewundere, weil sie für mich die schönste Frau im ganzen Ort Schlitz ist. Und ich dachte nur, wenn ich sie überreden kann, dieses Paar Schuhe wirklich zu nehmen, das ich nämlich noch auf Lager hatte, dann könnte es genau das Richtige sein. Ich ging nach hinten und das einzige Paar Schuhe, das ich vorher nicht dachte, ist das Paar Schuhe, was mir meine verstorbene Großmutter hinterlassen hatte. Das sind alte Ballschuhe gewesen, mit denen sie auf den Bällen der größten Bällen der Stadt, der Umgebung getanzt hat. Sie war eine sehr bekannte Tänzerin damals gewesen. Und dieses Paar Schuhe hat ihr sehr viel bedeutet. Und sie hat mir das damals gegeben und gesagt, irgendwann wird der Moment sein, in dem wir diese Schuhe wirklich einen Wunsch erfüllen werden. Und ich holte diese Schuhe hinten und öffnete den Karton und ich sah ihr lächeln. Sie sah diese Schuhe an und sah für den Moment glücklich aus. Und dann sagte sie zu mir: Sie passen einfach perfekt. Meine Beine sehen noch größer und noch schöner aus, als in meinen jetzigen schwarzen High Heels, die ich angetragen habe. Und ich sah in seinen Augen, dass es noch nicht zu Ende sein konnte. Ich war so voller Emotionen und wollte mich bedanken und sah zu den Schuhen und sah in seine Augen und sah zu meinen Schuhen und in seine Augen. Ich sah ihre Augen und hatte noch nie in meinem Leben schönere Augen als ihre gesehen. Und sie lächelte und ich lächelte und dann sagte ich: Möchtest du mit mir zum Ball gehen? Als sie das sagte, war ich so überrascht und dachte, mich fragst du? Ich duzte sie plötzlich und sah sie an und sie lächelte und nahm meine Hände. Wir gingen auf den Ball. Das war vor genau 50 Jahren. Und ich erzähle immer noch meinen Kindern davon, denn das war so ein schöner Moment. Und jeden Morgen, wenn wir aufwachen und sie mich anschaut, schaue ich in seine Augen, auf seine Füße, in seine Augen und auf meine Füße und dann wieder in seine Augen. Und ich weiß, es ist perfekt. Dankeschön. Wir waren... Hey Boy. Nochmal. Wir waren... Hey Boy. Wir waren... Vielen Dank. Danke, dass ihr da wart bei der Freitagskultur hier in Schlitz. Wir sehen uns ganz gewiss irgendwann wieder. Es war wunderschön mit euch. Vielen, vielen Dank. Dankeschön.